Yo, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, hier zur bereits 8. Folge meines iRacing-Einsteiger-Tutorials. In dieser Folge möchte ich mich mit euch einmal, wie versprochen, um die Time-Trial-Geschichte kümmern. Ich möchte euch mal zeigen, wie ihr so ein Ding fahrt und wie ihr da seht, welches Rating ihr da bekommen habt und wie viel Safety-Rating ihr dafür bekommen habt. Wofür das Ganze ist, das haben wir ja bereits schon mal erklärt und wir gehen auch direkt auf die Strecke, wählen uns dazu jetzt hier den nächsten verfügbaren Termin aus. Das wäre dann hier 13:44 GMT. Das ist dann plus 1, da wir in der Winterzeit sind, ist das dann 2:44 bzw. 14:44 würde eben hier der nächste Server hochfahren. Da können wir uns für registrieren, indem wir einfach hier draufklicken. Dann kommt hier dieses Feld, hier klicken wir dann einfach auf Go, damit wir mit unserem Fahrzeug, was wir vorher ausgewählt haben, registriert sind. Klicken auf OK und warten, bis oben gleich der grüne Button erscheint, auf den wir einfach klicken müssen, um auf den Server zu joinen. Wir sehen uns dann wieder, sobald wir auf dem Server sind, und dann geht's auch schon an die Sache. Bis gleich! So, und da sind wir auch schon auf dem Server. Als allererstes sehen wir jetzt, dass wir für dieses Time Trial jetzt 30 Minuten Zeit haben. In diesen 30 Minuten müssen wir 4 saubere Runden hintereinander fahren, damit eben die Zeit, die wir hier setzen, gewertet wird. Das Ganze möchten wir auch jetzt direkt machen. Was bedeutet jetzt sauber hintereinander fahren? Das bedeutet lediglich, dass ihr einfach nur 4 Runden quasi fahren braucht, ohne dass ihr ein Ink sammelt. Sobald ihr ein Ink gesammelt habt, müsst ihr diese 4 Runden aufeinander folgend erneut fahren, denn dann zählen die nicht mehr. Ihr seht das auch unten in der Blackbox. Da seht ihr jetzt Best 4 oder Last 4. Aber wir schauen uns das Ganze jetzt einfach mal an. Wir starten das Auto. Wie ihr seht, die startet schon mitten auf der Strecke, kurz vor der Start- und Zielgerade, damit ihr eben direkt, ohne lange zu warten, auf eine schnelle Runde gehen könnt. Genau, das machen wir auch jetzt mal eben. Ihr könnt natürlich auch mehr als 4 Runden fahren. Ich glaube, umso mehrere Runden ihr zurücklegt, umso höher fällt auch letztendlich euer Safety Rating aus, welches ihr für dieses Time Trial bekommt. Aber ihr bekommt natürlich auch für diese 4 Runden eine gewisse Anzahl an Safety Rating. Seht ihr auch jetzt gleich, dass direkt unten die erste Runde gewertet wird. Sobald wir über die Ziellinie fahren. Jetzt sehen wir, dass da auch jetzt 1 von 4 steht. Das heißt einfach, dass wir eben 1 von 4 sauber aufeinanderfolgende Runden gefahren haben. Und wenn ihr diese 4 voll habt, wie gesagt, könnt ihr quasi schon vom Server gehen. Ihr werdet dann in das Time Trial Rating aufgeführt, bekommt eben da Points und bekommt auch Safety Rating dazu. Da hier halt immer die Durchschnittszeit genommen wird von diesen 4 Runden, die ihr gefahren seid,
ist es halt so, dass umso mehr Runden ihr fahrt, umso besser da eure Rundenzeiten ausfallen. Ups, das war jetzt das. Ja, das mit dem Reden, das ist noch nicht so meins. Da muss ich noch ein wenig konzentrierter werden beim Reden und Fahren gleichzeitig. Aber gut, ging gut. Es ging gut. Genau, was ich sagen wollte ist, umso mehr Runden ihr eben in diesem Time Trial hier fahrt, umso besser habt ihr halt die Wahrscheinlichkeit, dass ihr eine bessere Rundenzeit als Durchschnittszeit am Ende bekommt, als bei nur 4 Runden. Seht das auch jetzt gleich unten, wenn ich meine 4 Runden voll habe, dann zeigt er euch unten unter Last 4 auch dann die Durchschnittszeit meiner Rundenzeiten an. Minutes remaining, you've got 20 minutes left. Da sind wir auch schon wieder aus dem Fahrzeug heraus. Jetzt sehen wir, dass unsere Zeit gewertet wurde, die letzten 4 gefahrenen Runden. Das war nämlich an Runde 1 bis 4. Hier haben wir eine durchschnittliche Rundenzeit von 1:43.130. Genau. Wie gesagt, ihr könnt auch die ganzen 30 Minuten hier komplett an einem Stück durchfahren. Gewertet werden aber eben immer die letzten 4 sauber aufeinander gefahrenen Runden.
Und ich glaube, iRacing geht dann hin und nimmt dann davon die vier besten Runden, die halt eben aufeinander folgend gefahren wurden. Das heißt, habt ihr jetzt nach vier Runden eine relativ schlechte Zeit, wie ich jetzt hier gerade, könnte ich natürlich jetzt versuchen, weiterzufahren, um eben diese Zeit noch irgendwie zu verbessern und würde eben hinterher auch in der Tabelle höher stehen mit einer besseren Rundenzeit. Das Safety Rating ist davon halt nicht betroffen, wie ich euch in dem Rating Video ja bereits erklärt habe, berechnet sich dieses nämlich nach den Inks, die ihr produziert habt. Wir haben jetzt hier, das seht ihr jetzt hier, 0, das heißt, ich bekomme bei meinem Safety Rating jetzt hier keinen Abzug. Es ist aber jetzt allerdings so, wenn ich jetzt 30 Minuten am Stück durchfahren würde, würde ich ja mehr Kurven zurücklegen, würde deswegen auch ein höheres Safety Rating bekommen als nach nur 4 Runden. Das noch dazu gesagt. Das heißt, möchtet ihr schnell relativ viel Safety Rating bekommen, fahrt die vollen 30 Minuten durch, fahrt diese sauber durch und ihr bekommt eben euer Safety Rating, ohne dass ihr dafür irgendwie ein Rennen fahren müsst oder sowas, wo das Risiko höher wäre, dass da irgendwie was passiert. Deswegen ist das hier eine tolle Sache, um eben auch das Safety Rating hochzukriegen und eben auch die Strecken zu lernen. So, das war es dann vom Time Trial. Wir gehen jetzt mal zurück auf die Webseite und ich zeige euch, wo ihr sehen könnt, wie viel Time Trial Rating ihr bekommen habt und wie viel Safety Rating ihr bekommen habt. Bis gleich. Und da sind wir auch wieder auf der Member-Webseite. Wenn ihr den Server verlassen habt, bekommt ihr ja hier so ein kleines Bildschirmchen angezeigt. Da steht dann, dass ihr den Simulator schließen müsst. Da klickt ihr einfach auf Close oder was auch immer da jetzt stand. Anschließend öffnet sich diese Seite hier. Da klickt ihr einfach auf den blauen Button und es öffnet sich die Ergebnisübersicht dieser Session, wo ihr eben sehen könnt, mit welcher Rundenzeit ihr in die Wertung reingeht. Das ist bei mir die 1.43.1.3 und mein TT-Rating stieg um ganze 8 Punkte. Immerhin. Safety-Rating habe ich jetzt komischerweise keins dazu bekommen. Kann ich mir gerade irgendwie nicht erklären, warum das so ist. Normalerweise, wenn ich so eine Time-Trial fahre, habe ich immer so plus 0.03 oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das würde dann hier stehen, wie viel Safety Rating ihr dazu bekommen habt. Eine weitere Variante, wenn ihr später nochmal darauf zugreifen möchtet, auf diese Ergebnisse, geht ihr einfach hier oben auf den Reiter, anschließend direkt auf den ersten Menüpunkt, klickt dort drauf. Es öffnet sich diese Seite hier. Hier müsst ihr jetzt als allererstes hingehen und unter Filters die Time Trials mit aktivieren, dass die euch auch angezeigt werden. Möchtet ihr hier auch Ergebnisse aus den Trainingssessions oder die Qualis und sowas angezeigt bekommen, dann müsst ihr das hier auch aktivieren. Wir schließen die Filter und suchen uns nun die Serie raus, in der wir das Time Trial gefahren sind. Bei uns war es die iRacing Le Mans Serie. Wir drücken auf Search und bekommen hier dann, ach, hier sind wir, 17.02.2020. Hier ist unser Time Trial Ergebnis. Klicken hier dann auf das rote R. Es öffnet sich die Ergebnisübersicht. Hier sehen wir jetzt nochmal alles zusammengefasst. Ich möchte euch jetzt trotzdem nochmal eben kurz zeigen, wie das Ganze aussieht, wenn ihr eben auch Safety Rating Points bekommen habt. Dazu rufe ich mir jetzt hier mal eben ein Time Trial mit dem Mazda aus dem Jahr 2019 rauf. Gucken da mal eben rein, dann seht ihr hier eben plus 0.02 für diese Session, die ich hier gefahren habe. Also da bekommt ihr das dann angezeigt. So, und dann wären wir auch schon am Ende dieser Folge. Ich hoffe, ich konnte euch wieder einigermaßen alles gut erklären. Ich hoffe, ihr habt alles gut verstanden. Habt ihr Fragen, schreibt es bitte in die Kommentare. Möchtet ihr sonst irgendetwas wissen, schreibt es mir bitte auch in die Kommentare. Dann versuche ich auf jeden Fall ein Video davon zu machen und euch das eben auch zu erklären, was ihr eben wissen möchtet. So, in der nächsten Folge möchte ich mit euch einmal über die Special Events sprechen, die iRacing euch hier so anbietet. Genau, das schauen wir uns auf jeden Fall mal an. Und dann sage ich mal bis dahin, wir sehen uns, macht es gut, habt noch einen schönen Montag, bis dann!